Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial hier auf dem Kanal Opa spielt. Heute möchte ich in meinem neuen Haus einen Lift einbauen. Bisher geht es ja hier nur die Treppe nach oben, ja. Oder, was liegt hier noch rum? Oder die Leiter. Und das dauert natürlich alles sehr lange. Gut, das Haus ist jetzt nur 3 Etagen hoch. Aber wenn man sich vorstellt, es wäre 10 Etagen hoch, ja, das würde unheimlich viel Zeit beanspruchen. Deswegen bauen wir uns einen super Lift. Wir brauchen dazu Granit oder irgendeinen anderen Baublock. Ja, ich nehme jetzt Granit, weil man da das alles schön sehen kann. Auch schwarzes Glas nehme ich. Ihr könnt natürlich auch rotes oder farbloses oder was auch immer nehmen. So. Dann mache ich hier erstmal, markiere ich mir erstmal die Etagen. Wie gesagt, das ist alles nur Dekoration, das braucht ihr nicht zu machen. So, sind wir da richtig? Jawohl. Und auch hier. Alles wird schön markiert. So, und das können wir hier auch machen. Man kann auch die Hinterwand farbig gestalten. Das ist völlig egal, wie ihr das gerne möchtet. So, dann bauen wir jetzt Glas ein. Das wird die Liftwand. Also 4 nach unten, direkt an der Hinterwand. Und 2 hier vorne. Dadurch ist hier ein Durchgang frei. So, jetzt machen wir das gleiche hier. Hier auch noch. So, alles noch mal genau überprüfen, dass wir auch keine Lücken drin haben. Hier ist alles prima. Hier ist alles prima, wenn da nur eine Lücke in dem Glas ist, dann funktioniert das Ganze nicht so. Aber jetzt sehen wir schon, es ist alles okay. Jetzt nehmen wir als nächstes Wasser und Erde. Oh, habe ich gar keine Erde dabei. Die hole ich mir jetzt mal schnell. Erde. Die Erde tun wir hier unten hin. So. Und das Wasser tun wir hier hin. Jetzt haben wir hier Wasserquellen, ja, stehendes Wasser. Und wir haben hier fließendes Wasser. Wir müssen jetzt das fließende Wasser zu stehendem Wasser machen. Und das funktioniert, indem wir hier Seetang einsetzen. Hier unten. So. Geht's weiter. Und damit sind wir damit fertig. Jetzt können wir den Seetang hier wieder wegnehmen.
Und jetzt kommen unsere geheimnisvollen Blöcke. Der Seelensand und der Magma-Block. So, fertig ist der Lift. Und jetzt wollen wir natürlich ausprobieren. Und schon sind wir oben. Das ist doch viel schneller als Treppe und Leiter. Und über den Magma-Block geht es bergab. Also hier hoch und hier wieder runter. Gut, in so einem kleinen Haus ist das vielleicht, naja, nicht so ganz effektiv, aber wir schauen uns mal hier einen richtig großen Lift an. Und das dauert jetzt ein wenig, bis wir unten angekommen sind. Hier geht es abwärts, liebe Leute. Also, ich habe den Lift so gebaut, dass er bis zur untersten Baustufe geht. Wir sind in Version 1.18.1. So, und da kommen wir schon zu unserem Magma-Block. Wir sind also jetzt auf Höhe minus F3. Schauen wir mal. Wir sind auf Höhe minus 61. Und jetzt fahren wir nach oben. Ihr könnt ja hier sehen, wie schnell sich die Koordinaten verändern. Das dauert natürlich immer noch eine Weile, aber stellt euch vor, ihr müsst bis zur obersten Bauhöhe von Minecraft mit Leitern klettern. Da sind wir schon. So, jetzt nicht runterfallen. Und wir sind hier auf F3 320. Und jetzt gehen wir wieder runter. Und diese beiden Blöcke können direkt nebeneinander sein, sodass man also hier je nach Bedarf rauf oder runter kann. Man sollte natürlich aufpassen, dass man jetzt hier nicht rausgeht, ja. Man kann natürlich auch hier in den Bereich, wo man nicht aussteigen will, kann man natürlich auch feste Baublöcke nehmen und kein Glas, nichts Glas, nur bauen an den Ausstiegen. Das ist natürlich auch möglich. Da wird es schon dunkel. Da ist unser Haus. Rauf geht es ein bisschen schneller als runter. So, und dann gehen wir gleich mal ins Bett. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Macht's gut, tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss.